Zügel aus der Hand kauen lassen, ist ihr gut gelungen? Übergänge vom Schritt zum Trab oder Trab zum Schritt? Trab-Schritt. Auf, okay. Also Trab verstärken, ich hätte gerne noch mehr gehabt. Ich zitiere wörtlich. In der Galoppverstärkung hat er gut gezogen, Komma, ich aber nicht so gut zurücklesen lassen. Aus der Ecke kehren, am Ende mal ein bisschen traversartig, traversalartig, okay. Das ist ein bisschen schwierig, aber nicht mit aufspielen. Nicht, dass es nicht. Fuchs. Der kleine 7, okay. Also 7, 1, 7, 2, 7, 3, irgendwie so ein Thema. Ne? Was ich früher bei den Generalen Stecken, bei denen ich ab und zu mal die Wahl noch reiten wollte, als ich da angefangen habe, im DOKR, der sagt immer, Herr Hess, Sie müssen Ihre mit den kleinen Fingern die Mähne spüren. Die meisten haben ja ein bisschen eher die Hände hoch und ein bisschen so. Immer runter, das habe ich auch mit dem Riemen das vorhin gesagt, dass man mit denen immer die Hände unten und schwingt zur tiefen Hand hin. Also zur Hand hinreiten und das Gefühl haben, ich horche mit den Händen ins Maul rein. Das hat die, finde ich, ganz toll gemacht. Super präzise Beinhaltung, super präzises Einwirken hier. Das ist schon Sahneteilchen. Also allein mal diese Geschichte. Also wenn man das mal sieht und wenn man das sich auch jetzt nehme ich mal die Richterposition ein, wenn man das schon mal hat, dann ist man also, boah, die 7 nach oben. Nicht? Oder da muss man sich dann fragen, ist es ziemlich gut, nach oben auf der Leiter, oder ist es schon gut, 8 nach oben auf der Leiter. Und das ist, glaube ich, erstmal, wo wir drüber reden, das ist ja nicht mehr befriedigend. 6 auf der Leiter nach oben oder genügend 5 auf der Leiter nach oben. Das nur mal vorweg, das, also das.